Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in unserem Vault 88. Und wir kämpfen nicht mehr weiter mit dieser Ecke. Ja, ein bisschen kämpfen wir schon noch. Und dieser Versorgungstunnel da oben, der soll uns auch nicht länger aufhalten. Die Idee fand ich eigentlich nicht schlecht, dass wir hier runterbauen mit der Treppe und dass wir dann auch diese Treppe vielleicht nutzen können. Vielleicht brauchen wir auch gar keinen Treppenunterbau hier an dieser Stelle. Vielleicht reicht hier ja schon eine weitere Treppe. Schauen wir mal, ob wir die hier dran bekommen. Nein, bekommen wir nicht. Vielleicht haben wir das einfach von der falschen Seite angefasst. Also sie bohren sich auch überhaupt nicht in das Erdreich oder in die Felsen ein. Diese Treppen sind sehr undankbar zu setzen. Aber normalerweise docken die schon aneinander an, meine ich, diese Treppen. Vielleicht wenn wir das da dran machen, dann die Treppe hier ran. Das würde ja fast passen. Eben auch nur fast. Na gut, das wird nicht klappen. Sie bohren sich halt, wie ich schon sagte, überhaupt nicht in das Erdreich rein. Also werden wir absolut keinen Erfolg damit haben, hier eine Treppe zu setzen. Was vielleicht klappen könnte, wenn wir... Ja, okay, hier nochmal ein... Ja, so nicht unbedingt. Dieses hier vielleicht. Das hier drunter, wenn das da so andocken würde, könnte. Na, ich meine an der Stütze, an der anderen Stütze hier. Ja, so, aber das... Da funktioniert das. Und auch an der Seite hier wahrscheinlich. Ja, auch an der Seite. Kann man damit nicht irgendwie was anfangen hier? Oh, hoppla. Wenn das an der Seite dort andockt, da müsste man doch was draus machen können. Ja, wie ist das eigentlich, wenn wir das hier jetzt oben dran docken? Genau so. Und das hier dann hier drunter passt immer noch nicht? Doch. Nein? Nein, nicht wie. Doch! Aha! Aha! Da müssten wir doch jetzt eigentlich was mitmachen können. Ganz genau. Oh nein, oh nein, oh nein. Jawohl. Wer hat's geschafft? Na, wer hat's geschafft? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und das hier? Genau! Perfekt! Haha! Oh nein, nicht einlagern. Ja, manchmal muss man eben um Ecken gehen, um an sein Ziel zu kommen. Ich finde es gut. Nur der Rest, der stört mich. Hier kommt man ja gar nicht rauf. Ja, wenn wir hier nicht raufkommen, dann nehmen wir halt... Wie wär's denn mal, wenn wir das kombinieren hier mit... Das geht nicht. Mit dem Contraptions Workshop, dann sagen wir einfach... Hallo! Da wurde noch nicht fertig gebaut. Deswegen steht hier noch so ein Baugerüst rum unten. So eins hier. Nicht so hoch, nicht so hoch. So.
Ja, und dann kommt hier ein Brettchen obendrauf und alles ist gut. Ja, aber vielleicht ein ordentliches hier. Und vielleicht dann eine schöne Schräge. Na, das wäre auch nicht schlecht. Aber das hier, das ist sogar noch besser. Oder? Ist das gut oder nicht? Ja, den Stein, also die, ich bin sicher, wenn hier Bergarbeiter wären, die hätten hier vorne den Stein sofort schon weggemacht, damit sie mit der Schubkarre hier hoch können. Haben Bergbauarbeiter immer eine Schubkarre bei sich? Ich glaube schon, das ist der natürliche Lebensraum einer Schubkarre, Bergarbeiter. Ja, hier ist ein gefährliches Loch, da kann man reinfallen. Moment, Moment. Das ist schon mal gut. Und? Naja, das kann man so lassen. Da hätte ich ganz gerne noch eins hin. Gefährliches Loch hier. Nein, das ist süß. Nein, so doch nicht. Nein, 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 nein. Da, so, hier unten hin, da rein. Da rein, da rein. Vielleicht müssen wir die Gelände auch anders setzen. Sonst lassen wir das einfach auf, da. Hier ein Sicherheitsgeländer, damit man da rechts nicht runterfällt. Ob wir das so machen wollen? Wahrscheinlich. Ja, noch im Bau befindlich hier unten wird es dann schmuddelig und ist doch alles gut. Ich finde, das geht so. Das lassen wir jetzt hier so für den Ausgang und das ist nicht sicher. Wir sind da, das ist nicht sicher. Jetzt ist es sicher. Sicherer-ra-ra. Das ist schön. Wo geht's hier hin? Zur U-Bahn? Ja, zur U-Bahn. Ja, ein bisschen Nebel von der Insel hier. Damit kann ich leben. Nur frage ich mich, ob wir das jetzt... Wir haben überall schön abgeschlossen mit den Walltüren und so weiter. Mit den richtigen Bunkertüren meine ich damit. Und was haben wir denn hier gemacht? Was soll das denn? Wie sollen wir denn... Was haben wir hier gemacht? Haben wir eine Ecke hier oben hingestellt? Ja, genau in die falsche Richtung vielleicht. So, wenn die Ecke nach von hier aus gesehen nach rechts gehen würde. Oder nach links und nach rechts. Das ist ein Teil und wenn wir das wegnehmen... Ach, Moment mal, nein. Ist das nicht... Ach nee, hier vorne ist die Tür. Das ist der Eingang, das ist die Ecke. Und die ist ja falsch. Was ist hier los? Das ist mir hier jetzt, aber das ist... Ich frage mich sowieso, warum wir... Ich habe gesagt, ich habe die letzte Aufnahme mir angeguckt und habe gedacht, was haben wir die... Hab mir gedacht, was haben wir da die ganze Zeit gemacht? Warum arbeiten wir die ganze Zeit im Dunkeln? Man sieht ja überhaupt nichts bei der Aufnahme. Das ist das hier, was immer solche Geräusche macht. Und jetzt, wieso setzen wir jetzt wieder den Bergbauhelm nicht auf, habe ich jetzt gerade mir gedacht. Und jetzt haben wir ihn schon aufgesetzt und alles ist gut und alle freuen sich und sehen was vor allem. Ja, einen Viererbereich hier also hin, wie das aussieht fast. Nein, doch nicht. Das wäre auch neckisch, wenn wir jetzt mit Holz hier weiterarbeiten würden. Und sollen wir uns das einfach machen und sofort so eine lange Röhre hier hinbauen, so einen breiten Korridor, oder sollen wir uns das schwer machen wieder, wie wir das gewohnt sind, und so ein Vierfach nehmen und dann feststellen, dass wir damit überhaupt nicht an der Seite vorbeikommen? Moment, wie war das hier mit den Ecken? Ecke?
Das ist ja wunderbar. Warum passt denn das so gut rein und die kleinen Innenbereichteile, die passen nicht? Warum ist das denn so? Und Korridor an Korridor. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Die Lampe irritiert mich jetzt erstmal. Ich dachte gerade, wo kommt das Licht? Wer leuchtet hinter uns? Wow. So schreckhaft. Ja, aber dann bin ich dafür, dass wir diese Sachen hier wegnehmen noch wieder. Dann hier oben gleich hier mit den großen Teilen was basteln. Was basteln wir denn da Schönes jetzt? Das wissen wir selber noch nicht. Ich wäre zum Beispiel, ja genau, dafür, dass das hier reinpasst. Und dann so eine Ecke hier dran. Wo ist die Ecke? Da war doch die Ecke. Ist natürlich die Frage, ob wir das jetzt hier so dran bekommen. Manchmal passt das besser. Na klar. Ach, das könnte so gut passen hier. Das wäre auch gar nicht so... Naja, okay, dann wird es oben nicht passen. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Dann bauen wir hier sofort eine Ecke dran und dann ist doch auch gut. Da haben wir aber jetzt ein bisschen Platz verschenkt hier, wenn wir das so bauen. Da müsste da ja eine Tür dran. Ja, genau. Wie wäre das mit der Tür? Genau dieser Tür. Also, das lasse ich mir nicht nehmen. Wenn die Ecke oben dran passt, dann passt hier auch eine Tür dran. Wenn die Tür dran passt, dann bekommen wir auch diese Innenbereichteile dran. Warum haben wir das hier zugebaut? Wir wollen doch nur hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Höher. Noch höher, genau. Ganz genau da. Ja, dann muss doch jetzt hier nur noch... Ja, wieder so ein Moment. Dann nehmen wir hier die Stütze vielleicht einmal weg. Das ist ja nicht so das große Problem, die drunter zu bauen. Und dann müssen wir das da mit dem da verbinden können irgendwie. Das bedeutet, wir brauchen unsere Innenbereichteile hier. Oh, das ist gut mit dem Licht jetzt. Da sieht man ja endlich was. Und hier können wir Fenster nehmen sogar, finde ich. Das, wir bauen genauso ein verzwicktes Teil wie aus New Vegas. Da waren die auch so, man hat sich immer verlaufen da drin. Oder auch in Fallout 3, da hat man sich auch immer sehr schön verlaufen da drin. Wir brauchen aber nicht nur einen Eingangsbereich mit Korridor und mit Fenstern. Wir brauchen auch noch so ein Ding mit Tür. Vier Wege. Oh, das ginge ja auch. Zum Eingang, ganz genau so etwas. Ja, wäre das nicht verschenkter Platz dann hier? Und dann um die Ecke hier. Da dran. Also ich hätte hier schon ganz gerne Fenster. Haben wir denn keine Innenbereich, Korridor zum Eingang mit Fenster? Gibt es das nicht? Das wäre ein bisschen lang. Mit Fenstern? Mit Fenster. Ah, da haben wir entweder das hier oder das andere. Oh, Momento, Momento, Momento. Dann bauen wir doch hier so eine Tür dran. Dann können wir da auch gleich so eine Tür wieder einsetzen nachher. Und jetzt können hier ein Eingangsbereich mit Fenstern rein. Vielleicht sogar, Moment mal, wenn wir das so machen, vielleicht sogar hier sogar ein großer Raum sofort. Da brauchen wir gar nicht diese Fenster. Das wäre sogar noch besser. Mit großem Raum meine ich doch so etwas hier. Fenster so etwas und das dann genau so habe ich das gemeint. Ja. Ja, vielleicht können wir jetzt hier sogar noch etwas mehr Platz ausnutzen. Muss denn hier auch ein Fenster? Nein, das Fenster reicht, finde ich. Ja, das klappt. Haha, das wird immer besser. Ja gut, dann muss da eine Ecke hin und wir sperren uns selbst dann hier ein. Hier kommen wir dann nie wieder raus. Aber das klappt mit der Ecke.
die Ecke zu dem Zwecke hier, um die Ecke zu kommen. Das war nichts. Oh nein, ich sehe schon, das ist alles jetzt nicht richtig. Warum eigentlich nicht? Weil wir das gleiche Problem wie vorher haben, ganz am Anfang. Die großen Teile, diese breiten Korridore, die sind nicht genauso groß wie die blauen hier, wie die Innenbereich-Fertigwände. Das bekommen wir nie wieder aneinander gedrückt. Oder vielleicht auch doch. Nein, wie? Wie sollen wir das aneinander bekommen? Der Abstand ist ein ganz anderer da oben. Das wird nie hinhauen. Es sei denn, es sei denn, liebe Welt, wenn das nicht passt, dann wird es passend gemacht. Wir packen hier einfach noch so ein Roboterteil, wollte ich sagen, ein Korridorteil hier dran. Das ist doch genau das Stück, was jetzt nicht passt da oben. Das ist immer noch nicht richtig. Die ganzen breiten Korridore, die kann man vergessen. Hier, für diesen, zu diesem Zweck, meine ich. Ja, vielleicht haben wir da mehr Erfolg im Versorgungsbereich mit. Die sind ja auch rot. Hier auf jeden Fall bekommen wir die so nicht dran. Das war jetzt ein etwas abenteuerlicher Versuch, der daneben ging. Ja, wir müssen von hier aus weiterbauen. So war das schon ganz richtig gedacht. Aber vielleicht können wir die... Nein, wir können die Ecke hier nicht stehen lassen, weil es doch nicht passt. Na gut, wir nehmen also... Wir versuchen das jetzt hier nicht hier rum zu... Das wird ja... Das ist immer das, was auffällt. Wir wären schon dreimal jetzt wirklich rum und hätten abgeschlossen. Und das ist ja unser Hauptziel. Nicht hier die Ecken auszubauen und sowas können wir alles später noch machen. Wir wollen nur einmal sehen, wie wir hier rumkommen überall. Und ob wir überhaupt rumkommen, das wissen wir ja nicht mal. Also brauchen wir hier noch ein Fenster? Nein, wir nehmen hier so etwas Schönes zu. Wenn hier gleich einer steht, ich kipp sofort vom Hocker. Ich höre ständig unsere eigenen Schritte hier. Da kommen wir nicht so vorbei. Na gut, wenn es jetzt von dem Innenbereichsteilen ein Endstück geben könnte. Moment, wenn es hier eine Tür geben könnte, die da... Oh nein, jetzt haben wir uns hier so eine Mühe mit der Treppe und so... Naja, egal. Naja, so ganz egal ist es mir nicht. Das war eigentlich schon schön mit der Treppe. Ja, komm. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hier muss scheinbar wieder raus. Das muss dann da dran eben. Ja, es gibt keine so kleinen Teile, die man dazwischen bauen kann. Ja, wir dürfen nie wieder, dürfen wir mit diesen breiten Korridorteilen hier arbeiten. Komm, raus damit. Was habe ich gerade gesagt? Nee, wieder mit diesen Dingern arbeiten. Erstmal. Es sieht so aus, als... Nee! Geräusche. Es sieht so aus, als könnte das hier passen, Mensch. Ach, Menno. Sollen wir das jetzt... Ja, das müssen wir jetzt nochmal abmachen. Das ist eben alles so ein bisschen... Frickelarbeit, da muss man halt... Das geht halt nicht manchmal. Hm.
ja, weg damit. Die ganze Idee hier, da haben wir bestimmt 20 Minuten dran gesessen. Leider. Wie gesagt, diese breiten Korridore, dieser... naja, Moment. Es war ein Versuch, ja? Es hätte ja auch genauso gut, hätte es ja auch klappen können. Letztendlich war das doch sowieso nicht so schön. Hier hinten zumindest nicht. Der Abschluss war doch nicht so prickelnd. Ja, und hier, wie man sieht, das passt nicht. Ich glaube, an dieser Stelle waren wir schon mal. Warum haben wir dann die Teile nicht mehr davon? Genau, wir waren hier schon an der Stelle. Hier sollte nämlich ein Fenster rein und das hat nicht gepasst. Oh nein. Oh nein. Jetzt sind wir da, wo wir ganz am Anfang der Folge... Nein, wo wir am Anfang der letzten Folge schon waren. Aber nochmal, es war ein Versuch. Und Versuch macht klug. Sind wir jetzt schlauer geworden? Ja, wir werden diese Korridorteile vorerst meiden. Diese breiten Korridorteile. Wie wäre es jetzt hier mit einer Ecke? Ah, auch die Ecke passt nicht hier in die Ecke. Die Ecke passt hier hin. Können wir hier allenfalls ein Endwandstück reinsetzen, so eins hier, und hoffen, dass das einigermaßen passt. Dann wäre es aber zu Ende an der Stelle. Wir könnten natürlich hier auch eine Tür reinsetzen, vermute ich dann mal. So eine hier. Und hier vielleicht ein Treppen, ein, nicht ein Treppenhaus, eine Treppe nach unten. Muss das dann so nochmal wahrscheinlich dran, oder? Na, wahrscheinlich doch nicht. Wahrscheinlich brauchen wir das hier jetzt nur noch nach unten. Na, wahrscheinlich doch nicht. Ach, wahrscheinlich brauchen wir nur so etwas dann nach unten. Dieses hier. Nein, das hier. Das wird von oben einfacher funktionieren, wenn wir das von oben versuchen, da dran zu bringen. Nein, das funktioniert also auch nicht. Okay. Ja, dann nehmen wir doch... So etwas wird aber passen. Nein, das wird es nicht. Wie war das gerade mit der Tür? Hat die Tür wenigstens dran gepasst hier? Diese? Auch nicht. Also gut. Wie ist das mit einer Tür? Können wir jetzt hier eine Tür einsetzen? Eine solche. Ja, das ginge natürlich. Dann hätten wir das gleiche, wie wir vorher hatten. Nicht so schön. Es wird hier irgendwie ins Freie führen und dann, naja, ganz so übel wäre das nicht. Dann müssten wir hier sofort mit den Bauteilen vom Contraptions Workshop ein Geländer hinbauen, damit das hier wie Baustelle aussieht an der Stelle. Ja, aber wir würden hier raufkommen aus der U-Bahn-Station und dann würden wir hier gleich in den Vault gelangen und gleich hier oben in den großen Raum, von dem wir dann irgendwie nach unten noch kommen würden. Das machen wir aber später alles. Ja, warum lassen wir das dann jetzt nicht so und gucken halt mal, wie wir hier drüben weiterkommen? Also an dieser Stelle jetzt hier rum und darum und vor allem ja hier rum. Das ist eigentlich unser Hauptanliegen. Das Schnorchelding da zu verbinden. Das ist doch hier eigentlich ein Raum, der ein... Das ist ein Raum. Und um Räume wollten wir uns später kümmern. Hier wären wir jetzt schon längst rum. Ich befürchte, wir haben bald kein Material mehr durch unsere Spielerei da. Ja, so sieht es nämlich aus. Genau, dann gucken wir mal lieber, was schnell geht, nämlich hier jetzt rumzukommen. Das dürfte ja jetzt kein Problem mehr sein. Obwohl, wie sieht das hier aus? Bekommen wir hier zwei? Ja, hier bekommen wir doch locker zwei hin.
nebeneinander. Ich meine zwei von diesen Innenbereichen hier. Innenbereich mit Fenster hier. Moment, das geht aber nicht so. Da muss hier eine Ecke hin. Das hier gehört nämlich, das können wir ja nicht zubauen. So klappt das. Aber da muss hier eine Ecke hin. Ein Eckbereich. Wo ist er? Hier ist der. Da. Und da muss hier in der Mitte doch wieder was ganz anderes hin. Das Ding mit nur einer Säule an der Seite, das ist nicht dafür gedacht. Hier ist ein Luftloch. Da kommen die ganzen Red-Kakerlaken dann durch. Das wollen wir doch nicht. Darum bauen wir das doch hier. Dann bauen wir halt hier so ein Verbindungsstück hin. Naja, sowas hier nicht. Ein Vier-Wege, Korridor Vier-Wege. Na, hier, so etwas. Nein, wir brauchen ja nur... Brauchen wir Vier-Wege hier? Ja, ich... Nein, ja, vielleicht. Naja, bauen wir... Ich glaube, wir brauchen hier... Ja, doch. Irgendwie meine ich... Von diesen Dingern mit den Säulen hier. Na, von denen hier nicht. Von diesen hier. Irgendwie meine ich, wir bräuchten noch eins davon. Das Säulen auf beiden. Aber dann hätte das ja wie ein... Dann wäre das ja wie ein kleiner offener Gang. Wir müssen einfach in größeren Dimensionen denken. Da gehört eins hier hin und das andere gehört... Also eins gehört dahin. Ja, das passt ja auch nicht. Und das andere auf die andere Seite. So. Nein, so gehört... Ja, dann passt das. Also wir müssen, wenn wir die verwenden, müssen wir mal doppelt denken. Nun, aber es geht ja darum, ob wir jetzt hier vorbeikommen. Und das werden wir doch jetzt wohl schaffen. Hier kommt wieder ein Fenster hin. Ja, so hatte ich mir das schon gedacht, dass es so klappen könnte, sollte. Moment mal, haben wir... Na, das ist kein Gang, den wir jetzt groß ausnutzen könnten an der Seite. Das ist ja noch ein weiter Weg. Wir sind erstmal bei den Maulwurfsratten hier. Das haben die aber auch geschickt gemacht hier mit den Betonklötzen, mit diesen Marmorklötzen. Also hier wird man keinen Raum mehr errichten können in diese Richtung. Denn diese Marmorklötze, da kommt man ja nicht durch. Ja, aber wir sind an der Kiste vorbei. Das ist doch gut. Die Kiste haben wir schon mal passiert. Sunshine Tidings Kooperative. Wie lange haben wir denn von denen schon nichts mehr gehört? Wird angegriffen gerade, stand da. Ja, das war mir doch klar, dass hier nichts mehr hinpasst. Einlagern, genau. Da muss eine Ecke hin. Schon besser. Nur ist die Frage... Fenster, Ecke, dann hier etwas breiter oder sofort eine Ecke vielleicht. Die Fertigecke. Oh ja! Oh ja, das ist schön. Aber ich hätte doch so gerne hier ein Fenster gehabt. Da müssen wir hier ein Fenster reinsetzen. Ein Fenster, wo ist... Da ist das Fenster. Ja. Okay. Ja, aber jetzt... Ob das hier mal so... Naja, müssen wir von hier aus gucken, wie das weitergeht. Also hier... Oh ja, da kommen wir vorbei. Bis auf da vorne ist schon wieder so eine kleine heikle Ecke. Und ich frage mich, was das hier... Da kann man nichts machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wird jetzt schnell gehen.
Gang. Hier müsste dann ein Gang hin. Dann müsste diese Fertigecke auch eine andere Ecke sein. Ja, hier bekommen wir keinen doppelten Gang mehr rein. Also müsste hier Korridor und Eingang hin vielleicht. Mal sehen, was für Ecken wir hier haben. Innenbereich Fertigecke, nein. Sondern Innenbereich Ecke, ja, aber Innenbereich Ecke nur. So etwas. Dann das Fenster vielleicht verstellen hier einfach. Vielleicht sogar noch weiter verstellen, weil ich denke, brauchen wir hier nicht was anderes schon? Hier den Korridor? Nein. Korridor dann dahin. Das weiter geht es, liebe Welt, in der nächsten Folge. Ich darf mich an dieser Stelle bei euch bedanken für euer Zusehen. Nur das lassen wir mal mit dem Thumbnail dort. Wir machen lieber ein Thumbnail von hier schön. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.